Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Nächstes. An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, ich weiß nicht, ob jemand die Etage über mir auf Ruhestörung überprüft hat. Ich kann schlecht gehen, bin praktisch bettlägerig, aber in der letzten Zeit wurde das Geräusch nicht weniger, sondern noch lauter. Ich wende mich nochmal an Sie. Wenn Sie es in Ihrer Macht steht, so überprüfen Sie diesen unglücklichen Ort. Ich bin Held der sozialistischen Arbeit und kann im Pensionsalter nicht einmal in Ruhe ausschlafen. Ich erinnere nochmal an meine Adresse, Straße des Orangenen Banners, Haus 14, Wohnung 42. Ich baue auf Ihr Bewusstsein und den Respekt gegenüber den Helden der Arbeit unserer ruhmreichen Gemeinschaft. Hochachtungsvoll, Alistair Shallow. Aber kein Genosse. Ja. Belana fragt gerade, ob das der ist, der so verwirrt war. Nee, der so verwirrt war, der musste dann tatsächlich eingewiesen werden. Ja. Im zweiten oder dritten Schritt. Deswegen mag uns inzwischen die Redaktion des Eisernen Boden. Weil der nicht nur uns belästigt hat, sondern anscheinend auch die Zeitung. Und da wir das uns darum gekümmert haben, und zwar auf eine nette Art und Weise, nämlich zu Ärzten haben wir ihn geschickt. Ja, also nicht gekümmert. Deswegen mag uns der Eiserne Bote. So, ich will keine weiteren Beschwerden von diesem Menschen sehen. Na gut, wir werden ihm jemanden von der Munizipalität schicken. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir schicken die AIS. Also ich würde jetzt den Sicherheitsdienst, den Dienst für innere Sicherheit jetzt nicht überall in die Wohnräume schicken wollen, wenn wir es nicht müssten. Insofern tendiere ich zur mittleren Variante. Sollten wir überhaupt reagieren? Ich kann mich nicht hundertprozentig erinnern. Romy, wie sieht das bei dir aus? Oder lieber Chat? Das letzte Mal haben wir jemanden von der Munizipalität hingeschickt und die haben gesagt, wir konnten nichts feststellen. Oder war es sogar schon der AIS, den wir hingeschickt haben? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir jemanden hingeschickt und die konnten nichts feststellen. Er schreibt uns nochmal. Okay, wir brauchen also noch irgendwo ein Tagebuch, wann wir welche Entscheidung getroffen haben. Wenn du recht hast, dann ergibt es Sinn, die Nummer 3 zu nehmen. In welchem Bezirk das ist, aber ich würde jetzt sagen, er schreibt uns ein zweites Mal und es hört einfach nicht auf. Ich würde den AIS dorthin schicken, weil ich darauf spekuliere, wenn wir den ignorieren, geht in einem Bezirk unsere Zustimmung runter. Und den AIS dorthin zu schicken, kostet 1.000, das ist das Niedrigste, was geht. Ich habe noch eine Bitte. Könntest an dich und an den Chat, und zwar sich kurz die Adresse von diesem Alistair Shallow zu merken, die Straße des Orangenen Banners, Haus 14, und noch mal kurz mit den Adressen der Anmelder von dieser Demo abzugleichen. Bei mir ist, also gäbe es dort auch eine Straße des Orangenen Banners. Ich weiß aber nicht, ob es im gleichen Haus ist. Es könnte jetzt sein, dass wir die Leute aus dieser Gewerkschaftsgeschichte... Haus 14, Wohnung 42. Und hier haben wir... Um Gottes Willen. Haus 14, Haus 53. Haus 14, Wohnung 53. Das ist... Wenn das 42... vierte Etage, zweite Wohnung ist und das hier fünfte Etage, dritte Wohnung, ist das über ihm. Ja genau, ist die über ihm und das macht vielleicht, dass er nachts nicht schlafen kann. Das heißt, wenn wir jetzt den allgemeinen Sicherheitsdienst dahin schicken würden, könnte es sein, dass wir uns die Gewerkschaftsgeschichte da aushebeln, was auch zu Ärger führen würde. Gutes Auge, Romy, ey. Gut, jetzt wo wir das wissen, wen schicken wir da jetzt hin? Jetzt wo wir das wissen, würde ich sagen, diese beiden Sachen hängen zusammen und wir gucken weiter, falls wir noch etwas finden, was damit zusammenhängt. Dass wir es als Komplex auflösen können. Vielleicht ist es auch Alice Galaxy Brain, aber dass wir zu komplex denken, aber ich denke nicht. Also die dritte.
An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, in unserer Stadt geht etwas vollkommen Ungeheuerliches vor sich. Ich bin der erste Chefredakteur des Eisernen Boten, arbeitete bei der Zeitung seit ihrer Gründung. Kürzlich ging ich in die lange verdiente Pension und dann, auf meinen Platz setzte man plötzlich eine gewisse Sarah Chester, die nicht mal ohne Fehler schreiben kann und schimpft sich Redakteurin. Das ist selbst für jemanden mit einem solchen Namen zu viel. Ich plädiere nicht einmal für die Professionalität oder das Bedauern, sondern den einfachen Geschmack des Lesers. Ich bitte Sie, erteilen Sie dieser dummen Person einen Verweis. Noch besser, werfen Sie sie raus und setzen Sie an ihre Stelle einen gebildeten Menschen. Hochachtungsvoll, Genosse Günther Schuster. Oh, scheiße. Das ist ja eine Behauptung ohne Beleg nach der nächsten. Das ist ja einfach nur... Will ich nicht, finde ich nicht gut, aber warum er denkt, dass sie dumm ist, irgendwelche Fehler, macht sie jetzt Rechtschreibfehler oder macht sie inhaltliche Fehler, worüber reden wir hier? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, vielleicht gehört er auch zu der Generation unseres Vorgesetzten, die augenscheinlich alle zu einem ähnlichen Zeitpunkt ihren Job gewechselt haben. Ein Verweis ist das Äußerste. Sarah Chester kann nicht entlassen werden. Es geht einfach nicht. Mir scheint doch, dass Sarah Chester eine ausgezeichnete Redakteurin ist. Ich würde gerne Sarah Chester durchlesen jetzt. Okay. Sarah Chester, geborene Bangkok. Ihr Vater ist der Leiter der Klinik. Sekretär. Art der Beschäftigung? Sekretär des Stadtkomitees von Eisen 1. Parteimitglied seit 06.06.1980, keine Vorstrafen, regidiert die Wochenzeitung Eiserner Bote, ausgezeichnete und pflichtbewusste Mitarbeiterin. Das hier hat uns Helen zusammengestellt. Bildung, Hochschule, Philologische Fakultät der Universität der Kommune Altstadt. Ich würde mich auf sie, auf die Arbeit unserer Sekretärin verlassen wollen und an dieser Stelle sagen, mir scheint doch, dass Sarah Chester eine ausgezeichnete Redakteurin ist. Sie hat einen Hochschulabschluss. Es steht nichts dergleichen irgendwie da drin. Er ist verbittert. Ihm gefällt nicht, was seine Nachfolgerin tut. Genau, also danach klingt es irgendwie. Im Chat werden gerade noch zwei Sachen angemerkt, die ich gerade nicht einordnen kann. Stiefelkante stellt die These in den Raum, dass vielleicht unsere Agentin ja mit diesem Herrn Schuster ein persönliches Problem hat. Ich glaube, dass unsere Agentin, die jetzt gerade in der Redaktion ist, mit ihm nichts mehr zu tun hat. Es scheint eher so eine persönliche Geschichte zwischen dem ehemaligen Chefredakteur und seiner Nachfolgerin zu sein. Ja. Und bei dem anderen, liebe Belana, das weiß ich gerade nicht, aber das hat wahrscheinlich auch gerade, bezieht sich bestimmt noch auf das davor. Insofern würde ich auch sagen, Sarah Chester ist eine ausgezeichnete Redakteurin. Also es spricht nichts dagegen. Finde ich. Ja, finde ich auch nicht. Also, natürlich bekommt die Genossin Chester keinen Verweis und wird weiterhin ihren Pflichten nachkommen. Okay, dann haben wir wenigstens eins schon mal gelöst. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossin Francis River, Frank. Gestern haben sich zwei von der Natur benachteiligte Burschen der AIS aus Hass gegen die jeweils andere Nationalität in die Haare gekriegt. Die Sache war wie folgt. Sergeant Karl Köhler und der Gefreite John Oxley waren auf Streife in den Straßen, als sie plötzlich einen betrunkenen Kenterer antrafen, der etwas Unanständiges über den Genossen Hans Bauer, einen örtlichen Parteibonzen, grölte. Dieser würde die unglücklichen Kenterer von Eisen 1 unterdrücken. Köhler befahl seinen Untergebenen, den Alkoholiker festzunehmen, aber der weigerte sich zunächst, dies zu tun und ging dann mit den Fäusten auf den Sergeant los. Zum Glück kamen beide bald patrouillierende Freiwillige, die halfen, Oxley festzuhalten und ihn zu uns auf das Revier zu bringen. Nun zum interessanten Teil. Es ist klar, dass Oxley eigentlich 10 Jahre Gefängnis verdient hätte. Oh Gott. Aber Frank, ich muss dir nicht über die internationale Lage in unserem ruhmreichen Stadt erzählen.
Bringe einen Dummkopf in den Knast und alles wird noch schlimmer. Denk mal selbst nach. Die Sache ist schwierig. Deshalb wird man auf deine Empfehlung hören. Rain Copper, also unser alter Kumpel. Puh. Drei Optionen. Gesetz ist Gesetz. Die Sache muss man unter der Decke halten und mit Köhler sprechen, damit er weniger schwätzt. Und den Gefreiten vor Gericht. Dem Sergeant muss klar gemacht werden, dass er sich als das nächste Mal vorsichtiger verhalten soll. Den Bauer muss man ebenfalls überprüfen. Was ist mit, wenn Oxley recht hat? Puh, das ist Rechtsstaat. Das ist Rechtsstaat. Ich bin auch für drei. Einerseits, das ist, hat noch so ein bisschen den Anschein von Rechtsstaat, hat aber auch noch den zweiten Grund, dass es ja in unserem Staat immer mal wieder zu Auseinandersetzungen zwischen diesen unterschiedlichen Nationalitäten kommt, die wir versucht haben, in unserem kommunal-kommunistischen Land da zusammenzubringen. Aber das ist halt das Ergebnis des Krieges und der Besatzung. Und dadurch bekommen die sich eh ständig in die Haare. Und insofern wäre ich dafür, da wirklich zu sagen, muss klar gemacht werden, es geht so nicht. Ja, diese Sachen hier sind okay, aber zu kurz gegriffen. Hier geht es ins Detail, so wie mir das gefällt in diesem Fall. Mir auch. Ich vermute nur, dass das größere Wellen schlagen wird. Ich glaube, es ist aber in diesem Fall gar nicht schlecht, wenn das Wellen schlägt, dass wir klar machen, hier gibt es solche Sachen nicht. Hier wird nicht nach Nationalitäten Streit angefangen. Und wenn jemand das Gesetz bricht, dann gibt's dafür was. Wenn wir die Sache unter der Decke halten, ist es halt so, es brodelt weiter vor sich hin. Also ich glaube, es ist auch ein Zeichen. Und es ist auf Parteilinie, was mir gefällt hier. Eigentlich schon. Also ich wüsste jetzt nicht, an der Stelle wüsste ich mal nicht, was die Partei uns vorwerfen könnte. Korrekt. Denn ich würde gern, genau, Belana hat gerade noch eine Anmerkung im Chat gemacht, die würde ich gern noch beantworten. Ja. Weil wir uns hier um so viele Sachen kümmern, die irgendwie gefühlt nicht die Aufgabe von Politik sind. In unserem Staat ist es so, dass die Partei über alles entscheidet und die Partei hat uns oder den Francis dahin geschickt, um diese Stadt zu regieren. Faktisch will sie aber, dass jemand vor Ort das umsetzt, was sie möchten und gleichzeitig dafür sorgt, dass vor Ort alles irgendwie funktioniert. Das heißt, dass wir in so einem permanenten Mikromanagement sind. Wir müssen uns um jeden Mist kümmern, weil die Leute auch unterschiedliche eigene Ziele verfolgen. Und wir da irgendwie dazwischen stehen und versuchen müssen, da einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Und es kein Rechtsstaat ist und es keine Medienfreiheit gibt und so. Und Meinungsfreiheit gibt es auch nicht. Und insofern müssen wir uns auch um sowas kümmern. Ja, also ich wäre tatsächlich immer noch für, egal wie ich es drehe und wende, ich glaube, das ist das richtige Signal, dass hier nicht, weil ganz offensichtlich haben sie so gehandelt, unüberlegt, aus Emotionen heraus, aber anscheinend gab es vorher, wenn es sanktioniert war, war es unter der Decke oder ja, dann gibt es dafür auf die Finger oder keine Ahnung was. Aber das hier ist ein Zeichen. Ja. Okay, machen wir das. Der Gefreite Oxley wurde zu 5 Jahren Gefängnis mit Aberkennung aller Ränge, Auszeichnungen und Sozialleistungen verurteilt. Seine Frau muss mit 2 kleinen Kindern zu Verwandten nach Colden ziehen. Sergeant Köhler hat die notwendigen Schlüsse aus der entscheidenden Situation gezogen und seinen Dienst zum Wohle der Gemeinschaft fortgesetzt. Bezüglich des Genossen Bauer wurde eine Überprüfung durchgeführt, infolgedessen klar wurde, dass er tatsächlich eine Abneigung gegen Kenta hat. Damit war seine Parteikarriere beendet. Ist so. Genau, aber dann haben wir wenigstens das Ganze in einem ordentlichen Prozess und können es begründen und sind da sauber raus. Wir haben eine Parteizustimmung gekriegt, so wie es aussieht. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Guten Tag, Genosse River. Ich erhielt einen Brief von Oberst Winterstay, dem Kommandeur der außerhalb der Stadt stationierten Militäreinheit. Er schrieb, dass kranke Soldaten bis vor kurzem in das Militärhospital geschickt wurden, das über 2 Dutzend
das über 2 Dutzend Kilometer von Eisen 1 entfernt liegt. Aber kürzlich wurde das Hospital aus irgendeinem Grund geschlossen. Und die kranken Soldaten noch weiter zu transportieren, ist nicht nur teuer, sondern auch gefährlich. Die Krankenstation der Einheit selbst ist überfüllt. Die Ärzte sind überlastet. Winterstay bittet, Patienten aus seinem Regiment vorübergehend im städtischen Krankenhaus unterzubringen. Ich meine, dass wir kein Recht haben, jenen Hilfe zu verweigern, die sie benötigen, schon gar nicht unseren Verteidigern. Ich hoffe, dass auch Sie dieser Meinung sind, denn es ist nicht nur meine, sondern auch Ihre Genehmigung erforderlich. Hochachtungsvoll, Karl Beckett, Chefarzt des 1. städtischen Krankenhauses von Eisen 1. Ich denke auch so, Armee ist Armee, Stadt ist Stadt, das passt nicht zusammen. Ich kann solche Entscheidungen nicht treffen, besser ist, das Gebiet nach einer Anweisung zu fragen. Also, das ist doch jetzt auch mal eine grundsätzlich humanitäre Frage, ob wir wollen, dass die Militäreinheit oder die Menschen da behandelt werden, oder? Also ist es geht ja nur darum, dass die Leute bei uns behandelt werden und nicht darum, dass die Armee die Stadt besetzt. Verstehe ich das falsch? Ja, aber ich würde sagen, es gibt einen Grund, warum die Militäreinheit außerhalb stationiert ist. Ja, aber die sind eh krank. Was sollen die denn machen? Also außer es ist ein trojanisches Pferd, das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber es geht halt darum, die Patienten zu verlegen und nicht eine eigene Abteilung für die Armee einzurichten. Wenn dieser Brief gekommen wäre von irgendjemand anders, wäre ich sofort dabei gewesen. Ich denke auch so. Dieser Brief kam von jemandem, der will, dass wir Mittel an das Krankenhaus geben, um eine tolle Krankenversicherung da zu haben, bei der die Begünstigten dieser Krankenversicherung sagen, könnten wir bitte die alte wieder haben. Der Typ ist nicht richtig und ich würde pauschal sagen, also es wenigstens ist einmal noch darüber nachdenken in diesem Lichte richtig. Ilhak merkt im Chat auch an, oder seine Anmerkung führt dazu, dass ich mich frage, wer bezahlt denn dann dafür? Wir haben ja eh schon knappe Medikamente. Kümmert sich da das Militär selber darum oder steigen dann unsere Ausgaben dafür? Ich denke, dass unsere Ausgaben für Medikamente steigen werden, wenn wir sagen, ich denke auch so. Ich möchte es aber auch nicht verweigern, deswegen hänge ich immer so an 3. An der dritten Option, weil wir sind auf Parteilinie, ich entscheide das nicht, es ist Militär, gehört nicht zu meiner Stadt, sondern ist vor den Toren meiner Stadt und die haben ein eigenes Krankenhaus, gebe ich eine Ebene höher. Wie man so schön sagt, melden macht frei. Ja, dabei macht man das so? Sagt man das so? Ist ein geflügelter Spruch, den ich aus dem Katastrophenschutz oder aus der Feuerwehr kenne. Ich glaube, er kommt aber eher aus dem Militär. Aber im Prinzip ist es halt, wenn du an einer Stelle bist, wo du sagst, es ist schwierig, ich weiß nicht, ob ich meine Kompetenz überschreite, dann gebe ich das eine Ebene höher und warte darauf, bis ich eine Anweisung bekomme. Könnten wir vielleicht irgendwie dazu beitragen, dass ein anderer Satz dafür gefunden wird? Um Gottes Willen, melden macht frei, ne? Ist furchtbar. Ja. Nee, aber das ist... Wobei das als Sprachbild trotzdem ja funktionieren kann, aber dann kommt es halt drauf an, von wem es kommt. Also ich habe mir ein Kunstprojekt von israelischen Studierenden angeguckt unter dem Titel Erinnern macht frei. Dann funktioniert das schon wieder. Ja, aber ich habe jetzt gar nicht, aber wirklich auch, als du es gesagt hast, habe ich zum ersten Mal, also es ist tatsächlich so eine Sache, die ich schon lange irgendwie im Kopf habe und tatsächlich auch benutzt habe, diesen Ausspruch, aber ich habe es nie mit der Inschrift auf dem Tor eines KZ-Vernichtungslagers in Verbindung gebracht, weil da steht, ich weiß nicht, welches KZ es war, da stand Arbeit macht frei. Ich glaube, es stand auf mehreren, oder? Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall wird mir jetzt erst bewusst, was das für ein furchtbarer Satz ist, den ich da gerade gesagt habe.
Nein, du meinst ihn ja nicht so. Ja, ich weiß. Das typische Ding, es ist halt so ein Sprachbild oder so eine Formulierung und die wird dann auch immer weitergegeben, weil sagt man halt so. Wir sehen ganz viele solche Dinge in der Sprache, die wir benutzen. Ob uns das bewusst ist oder ob uns das nicht bewusst ist. Und es kann durchaus passieren, dass Sachen, die quasi schon immer als stehende Begrifflichkeit verwandt werden, auf einmal feststellt, dass sie andere Leute verletzen könnten. Mhm. Oder bestimmte Menschen sagen, das verletzt mich. Und jemand, der es sagt, dem ist es überhaupt nicht bewusst. Und schon hast du eine wunderbare Kommunikationsblase. Ja. Aber so oder so, wir geben die Entscheidung nach oben ab, weil wir sagen, Leute, unser Job ist hier die Stadt zu verwalten, Militär ist Aufgabe des Gesamtstaates. Genau. Ja, ich frage nach einer Anweisung. Wir können ja, also ich weiß ja auch nicht, wie die Anweisung aussieht, aber auf jeden Fall, ich denke einfach, dass nachdem Carl Beckett keine Mittel für seinen, keine Ahnung, sein Krankenversicherungsscheme von uns bekommen hat, stellt er uns hier eine Falle. Und an der Stelle würde ich sehr regeltreu nach oben das weitergeben, weil Militär ist nicht unser Aufgabengebiet. Ich bin ganz bei dir. Und will noch ergänzen, dass Edelhack sagt, melden macht frei, ist älter und hat logischerweise dann auch nicht diese Konnotation. Es ist eine Frage, wie man es benutzt. Jemand, der das erste Mal hört und diesen Kontext nicht kennt, kann es anders verstehen. Ja. Also für mich war das gerade neu, deswegen war das so ein Ups, was ist das denn? Ja, aber es ist schön, immer wieder auf neue Perspektiven zu treffen und sich dann auch alte Angewohnheiten zu hinterfragen. Ich werde auch diesen Begriff nicht mehr als geflügeltes Wort verwenden. Weil es hat sich, nachdem du das so ausgesprochen hast, das war unangenehm und ich werde das nicht mehr benutzen. Ist ja meine Entscheidung. Genau. Ja. Ich fühle mich dadurch auch nicht angegriffen. Jemand, also das ist halt auch meine Entscheidung. Gut. Das ist auch nicht unsere Entscheidung, sehe ich genauso. Ja, das hier ist auch nicht unsere Entscheidung. Das Gebietskomitee dankt Ihnen für die Initiative, bat aber nachdrücklich, auf weitere Aktionen zu verzichten. Es wurde Ihnen klar zu verstehen gegeben, dass die Angelegenheit mit den geschlossenen Hospitälern Sie nicht betrifft. Er hat uns eine Falle gestellt. Der wusste das doch. Mhm. Der wusste das. Wir gehen davon aus, dass das wusste, oder? Ich würde sagen 70-30 dafür. Wir können nicht belegen. Belana sagt übrigens auch gerade, dass ja eben noch hieß, dass wir für jeden Scheiß verantwortlich sind. Stimmt, aber bei ein paar Sachen können wir auch einfach sagen, ach, die Partei soll entscheiden. Und ja, wir sind... Also das ist halt auch so ein Vorteil in so einem nicht-demokratischen Staat. Du kannst einfach... Manche Leute nutzen das wahrscheinlich auch so. Es einfach nach oben abgeben und sagen, ah, ist nicht mein Problem, soll jemand anders sich drum kümmern. Problem anderer Leute. Ja. Olju-Bezirk, Genosse River. Vorübergehende Schwierigkeiten, die durch eine intensive Erneuerung der Gesellschaft hervorgerufen werden, wecken in den Menschen niederes Verlangen. So hat die AES immer öfter Fälle von sinnlosem Vandalismus registriert und wir meinen, dass wir kein moralisches Recht haben, beiseite zu schauen. Unser Komitee Eisen-Eins soll schöner werden, hat eine Liste von Initiativen aufgestellt, deren Anwendung helfen wird, die Situation zu wenden. Wir schlagen vor, A. den Gerichten zu empfehlen, die Strafe für entsprechende Taten zu verschärfen. B. eine Vorlesungsreihe über die Schändlichkeit von Vandalismus unter dem Titel Unser schönes gemeinsames Haus zu organisieren. C. einen freiwilligen Wachdienst von Bürgern in den Bezirken mit dem größten Risiko sicherzustellen. Oh Gott. Mit vorzüglicher Hochachtung Dora Heilwagen. Dora Heilwagen, Vorsitzende des Bürgerkomitee Unser Eisen 1 soll schöner werden. Gott. Ich kann mir gerade gut vorstellen, dass Francis das liest und sich denkt, oh mein Gott, ich will wieder zurück in diese Kneipe. Eine schöne Stadt, das ist schön. 3000. Aber nicht nur.
Ja. Keine Genossin, sagt Belana, das stimmt. Und sie will nicht die Nachbarschaft stärken, sondern eigentlich die Überwachung in der Nachbarschaft stärken. Und wir wissen ja auch überhaupt nicht, was sie meint mit sinnlosen Fällen von sinnlosem Vandalismus. Also sagt sie so, wir wissen es nur nicht. Eine Vorlesungsreihe über die Schädlichkeit von Vandalismus, unser schönes gemeinsames Haus. Finde ich sehr eigenartig. Und den freiwilligen Wachdienst, das ist ja dann die endgültige Abgabe des staatlichen Gewaltmonopols. So. Also das Oljuf-Bezirk. Ist der, genau. 70 Zustimmung. Wir haben da kein Problem. Ja, wir wissen auch gar nicht, ob sie für den Bezirk spricht. Also es kann ja auch sein, dass der Bezirk es gut findet, wenn wir es ablehnen. Und an dieser Stelle sind wir eigentlich, wir sind hier wieder bei dem Nationalismus. Der hier unterschwellig drin ist, weil vorübergehende Schwierigkeiten, die durch eine intensive Erneuerung der Gesellschaft hervorgerufen werden, wecken in den Menschen niederes Verlangen. Ich würde sagen, sie ist in irgendeiner Form, gehört zu der einen Nationalität und findet die anderen doof und bezeichnet dann bestimmte Dinge als Vandalismus. Es könnte allerdings auch sich nicht um Nationalismus oder Rassismus handeln, sondern einfach nur darum, dass ja wir selber als neuer Bürgermeister auch Teil dieses Veränderungsprozesses sind. So quasi die junge Generation soll ran und da soll nochmal was passieren. Und dass sie das nicht will. Ja. Ela hat gesagt gerade, das ist voll die Nazi-Nummer, härtere Strafen. Und Blockwarte und so. Also der Chat ist sich einig, was wir tun sollen. 2 und weg mit ihr, sagt Belana, stufe kaltes Stück zu. Aber die Partei hat immer recht und momentan sind wir die Partei. Insofern bin ich auch fürs Zweite. Ja, ich bin da total bei dir. Sie haben den Vorschlag des merkwürdigen Komitees abgewiesen. Es scheint, dass dies seine Mitglieder verärgert hat. Joch, 2% komme ich mit klar. Ist immer noch unser bester Bezirk. Ja. So, Wolframbezirk, Genosse River. Nach Verkündigung des neuen Kurses steigt in unserer Stadt die Zahl der ideologischen Rechtsbrüche stark an. Häufig sind das Kleinigkeiten wie geringfügiger Vandalismus oder betrunkenes Geschrei. Nichtsdestotrotz soll die politische Abteilung jeden dieser Fälle untersuchen. Wenn diese Helden ohne unsere Hilfe auskommen würden, wäre das für mich in Ordnung. Aber sie verlangen ständig nach meinen Beamten und meinen Fahrzeugen. Verstehen Sie mich richtig. Jeder AIS-Mitarbeiter ist zu jedem Zeitpunkt bereit, sein Leben für die Sicherheit der Gemeinschaft zu geben. Und ich bin keine Ausnahme, aber die Politischen schenken selbst den einfachsten und harmlosesten Vorfällen zu viel Aufmerksamkeit, wodurch sie unsere Ressourcen verschwenden. Das verstehe ich als Fachmann nicht und deshalb schlage ich Ihnen vor, über eine kleine Reform nachzudenken. Verlagern Sie die Untersuchung von geringfügigen Verstößen in den Bereich der AIS. Hochachtungsvoll, Oberst John Chester, Leiter der AIS für die Stadt Eisen 1. Die Frage ist jetzt also, ob wir... Warte, jetzt fühle ich mich gerade schon wieder aufs Glatteis geführt. Auf der einen Seite sagt er, und ich verstehe es auch nicht, dass zu viele geringfügige Geschichten untersucht werden von Mitarbeiterinnen des AIS. Gleichzeitig sollen wir aber die Untersuchung dieser Verstöße in den Bereich der AIS verlagern. Das ist doch mehr Befugnisse für die AIS und wie Edelhardt das jetzt, sehe ich es gerade auch schreibt. Es ist mehr Befugnisse für die AIS. Also sie wollen beurteilen, was politisch untersucht wird. Mhm. Und es gibt ja von der Partei eine Vorgabe, was AIS ist und was der politische Dienst tun soll. Aus gutem Grund. In dieser Stadt schachern viele sehr durch die Hintertür, meine Fresse, um mehr Einfluss und mehr Mittel. Alter Schwede, ey. Und ich finde halt, dass der Vorschlag nicht mit seiner Einleitung zusammenpasst.
Also in der Einleitung, die Einleitung hätte für mich die logische Konsequenz, dass sein Vorschlag wäre, wir als AIS wollen damit nichts zu tun haben, gebt es der Polizei, wir haben echt wichtigere Sachen zu tun. Stattdessen aber ist sein Vorschlag ja genau das Gegenteil zu machen und der AIS mehr Macht zu geben. Ja genau, der AIS mehr Macht, wir entscheiden, welche Verstöße politisch sind, gebt uns diese Kompetenz. Und die Antwort 2 ist genau die richtige. Damit man mich dafür nachher festnagelt, ich denke gar nicht dran. Mhm. Besser hätte ich das nicht ausdrücken können. Absolut. Und ich finde auch nochmal ganz spannend, Edelhack sagt gerade, ist das nicht Politik, das Geschacher um Einfluss und Macht. Geschacher um Einfluss und Macht, ja, aber der Typ ist Mitarbeiter der inneren Sicherheit oder das Leiter der inneren Sicherheit. Der hat das Reflex, aus Politik rauszuhalten. Das ist in dem Falle unser Job. Und damit ist es nicht mehr politisch. Ja. Der muss eigentlich unpolitisch sein. Mir ist klar, wir sind in dieser Welt, da ist es nicht so. Aber dennoch sollten wir, glaube ich, dafür Sorge tragen, dass wir die so weit wie möglich da aushalten. Ja. Also, hier Option 2. Ja. Das wird uns, da dreht uns jemand sehr, sehr schnell einen Strick draus. Ja, definitiv. Sie haben weise entschieden, sich nicht mit unausgegorenen Reformen zu befassen. Die Beamten der politischen Abteilung setzen ihren schweren Dienst fort, indem sie Durchsuchungen durchführen und unzuverlässige Kameraden festnehmen. Okay. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!